Ich hatte all die Jahre nichts gelesen über China, weil ich auch so ein bisschen Pause brauchte. Ich brauchte eine Verschnaufpause. Ich hatte eh genug zu tun in der Türkei und in Griechenland. Damals brach ja der Euro beinahe zusammen. Ich war da in Athen ganz oft. Und jedes Mal, also ich hatte, da kam die International Herald Tribune, hieß die damals noch, was heute die New York Times ist, international. Immer wenn die kam mit einer China-Geschichte auf der Titelseite, habe ich die echt so weit weggeworfen, irgendwie in eine andere Ecke des Büros, weil ich überhaupt keine Lust hatte, all die Jahre auf China. Das heißt, ich kam wirklich zurück in ein Land, dass ich, also ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen damals, ja, 2012. Ich dachte irgendwie, weil es ist schon klar, dass China sich all die Jahre immer wahnsinnig geändert hat, ja, so ein, dieser Wirbelsturm, der durch dieses Land ging, der dieses Land zum aufregendsten Ort des Planeten eigentlich gemacht hat, nicht nur für Journalisten, sondern auch für Akademiker, für Diplomaten, für Beobachter aller Art. Das war schon klar, ja, ich wusste schon, dass Peking sich wahrscheinlich wieder völlig anders aussieht, dass alle meine Lieblingsrestaurants wieder weg sind und nicht nur die Restaurants, sondern auch die ganzen Stadtviertel und die Straßen und alles. Aber womit ich gar nicht gerechnet hatte, war die gesellschaftliche Stimmung, die ich da vorgefunden habe. Und das war schon erstaunlich irgendwie, weil ich bin da zurückgekommen nach Peking 2012, und dachte, meine Freunde sind also wahrscheinlich wieder alle reicher, aber so in ihrer Einschätzung, in ihrer Stimmung und so hatte ich so gedacht, das wäre so ähnlich wie früher. Auch die Leute, die kritisch sind gegenüber der Partei, doch so getragen von so einem persönlichen, ja, ein persönlicher Optimismus. Morgen wird alles besser. Das konnte man auch in der Zeitung lesen, jeden Tag. Ming Tian Hui, ja, morgen wird alles noch besser. Heute ist ja schon alles super, aber morgen wird es noch besser. So also ein bisschen im Persönlichen hatten es die Leute, aber schon die urbane Mittelschicht, ja, weil das waren ja die Profiteure dieses Booms von Deng Xiaoping. Und ich war völlig überrascht, als ich da zurückkam und verblüfft und schockiert auch, festzustellen, dass zwar die erste Hälfte dieser Gleichung stimmte, die Leute waren alle reicher, alle meine Freunde hatten plötzlich Apartments und Autos und so, aber die zweite Hälfte der Gleichung, dieser private, persönliche Optimismus, der war weg. Und es war ein Gefühl totaler Verunsicherung in dieser Zeit, ja. Die totale Unsicherheit und auch so Fernsehjäckle, so ein bisschen Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, alle wollten weg. Ja, das war die Zeit, als in Peking und Shanghai und Shenzhen überall diese Auswanderungsagenturen auf. Wer konnte, hat sich eine Green Card besorgt und die Möglichkeit, irgendwie nach Kanada, nach Amerika und so weiter zu gehen. Und ich habe dann eben die ersten ein, zwei Jahre damit verbracht, mal zu gucken, warum das so ist, was da passiert war eigentlich. Und ganz viel hatte mit Social Media zu tun, mit dem Weibo und so. Und dann kam Xi Jinping, ja. Also China war immer der aufregendste Ort des Planeten, aber ganz ehrlich, als ich raus bin, Ende 2018 dann, und ich war froh, dass ich raus bin dann, ja, ich bin mit dem Zug nach Hongkong gefahren, ich bin nicht mit dem Flieger raus, ich bin am Bahnsteig in Hongkong ausgestiegen und das war zu einer, das ist nur 3 Jahre her, aber das war eine Zeit, als man in Hongkong wirklich das Gefühl hatte, man ist schon raus aus China, ja, ist ja heute völlig anders. Und ich bin raus aus dem Zug und ich stand da und ich dachte, es ist irre, ich komme jetzt wahrscheinlich nie mehr zurück. Ich bereue das auch nicht, dass ich nicht mehr zurückkomme. Und trotzdem habe ich das Gefühl, jetzt in diesem Moment und hier, wo ich stehe, heute Abend, habe ich dieses Gefühl genauso noch. China ist heute aufregender denn je zuvor. Ja? Und es ist wichtiger. Damals, als ich nach China bin als Student und als Journalist, als Student 1986, 87 hier in Taipei, dann später als Journalist 1997. Wenn man über China geschrieben hat, wenn man über China gesprochen hat, dann hat man über China geredet. Ja? Heute ist es ja völlig anders. Wenn wir heute über China reden, über China sprechen, dann reden wir über uns, immer über uns. China ist hier bei uns, mitten unter uns. Ja? Und also ich wusste, dass ich in eine aufregende Zeit reinkomme. Was ich nicht wusste, war wirklich, was keiner von uns ahnte, war, was Xi Jinping aus diesem Land machen würde in diesem Jahr. Und das war für mich der Grund, dann mit wirklich 2016, Ende 2016, wo mich wirklich so der Drang gepackt, das hat mich wirklich so gepackt, dieses Buch hat sich mir selber irgendwie diktiert, weil ich das Gefühl hatte, die Leute in Europa, in Deutschland, die merken überhaupt nicht, was hier los ist. Die merken überhaupt nicht, was hier los ist. Dass dieses Land, mit dem wir alle aufgewachsen sind, dieses Land, das so in unseren Köpfen drin ist als ein Bild, ja, diese 30, 40 Jahre Deng Xiaoping Reform und Öffnung, dass das sich plötzlich verwandelt in ein völlig neues Wesen, ja, dass da was kommt, irgendwie, was wir so überhaupt nicht kannten, ja, dass Xi Jinping wirklich aus diesem Land was ganz Neues macht. Und das zu einer Zeit, ich habe dieses Buch wirklich angefangen, die Idee, an dem Abend, als Donald Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde, zu einer Zeit, in der die Demokratie im Westen
Europa als Idee und auch die westliche Demokratie sich in einer der größten Krisen überhaupt der letzten Jahrzehnte befunden hat. Ja, also doppelt. Lange in der Innenstadt, in der Altstadt, die letzten 6, 7 Jahre irgendwie nahe der Wang Fujing. Und wenn ich aus dem Hutong rauskam, auf die Wang Fujing, das ist ein Bild von der Wang Fujing, dann stand da 3 oder 4 Jahre lang, waren diese großen Plakate. Drei Jahre lang kam ich also raus aus meinem Hutong auf die Wang Fujing und das Erste, was ich sah, war riesengroß plakatiert. Die 2 Zeichen für Freiheit. Ja. Propaganda, das ist ein Propagandaplakat von der Kommunistischen Partei China. Die sozialistischen Kernwerte. Ich habe ja all die Jahre gelebt im Reich der Freiheit. Ich habe gelebt in einem Land der Demokratie, in einem Land, das eine bessere Demokratie hat als wir, in einem Land, in dem der Rechtsstaat geherrscht hat. Ja? All diese Dinge. Ja? Und das sind all die Dinge, die die Propaganda einem da jeden Tag vorsetzt. Und das sind all die Dinge, wo ich damals angesetzt habe, um mein Buch zu schreiben, weil ich dachte damals, ich schreibe ein Buch über die klassischen Mechanismen der Diktatur. Weil ich gemerkt habe, viele der Dinge, die Donald Trump macht, die Rechtspopulisten hier bei uns machen und wo alle völlig überrascht waren, ja, Fake News, alternative Fakten, die Lügnerei, warum lügt der so, dieser Mann, warum lügt der auf eine Art und Weise, die auch so völlig offensichtlich auch zu widerlegen ist, ja, und trotzdem lügt er weiter so. Und alle waren völlig verblüfft und überrascht damals. Und ich dachte, ja, Mann, ich habe das 20 Jahre lang gelebt. Alternative Fakten, Fake News, diese Lügnerei in der Türkei, halb Demokratie, halb autoritäres System und in der Diktatur China. Und ich kann euch erzählen, warum die das machen. Ich kann euch erzählen, wie die Diktatur funktioniert auf dieser Ebene, wie Propaganda, Zensur funktioniert, wie die mit Worten umgehen. Was machen die mit unseren Wörtern? Ja, die kidnappen unsere Begriffe. Was machen die auch mit unserer Erinnerung? Ja, kollektive Amnesie, all die Dinge. So ein Buch wollte ich eigentlich schreiben und den Leuten erzählen, was ist denn das überhaupt für ein China? Ja, dieses Bild ging 2016 um die Welt. Das hat ein Reuters-Fotograf gemacht. Also viele dieser Bilder habe ich geklaut. Da habe ich kein Copyright drauf, einfach aus dem Internet kopiert. Also in Chengdu, dieses merkwürdige Wesen, das uns schon all die Jahre begleitet hat, damals dieser Kaderkapitalismus, wo also auf der einen Seite unbändige kapitalistische Auswüchse zu beobachten waren und auf der anderen Seite immer doch das Primat der Kommunistischen Partei über allem. Ja? Was die Leute aber auch so verwirrt hat, ja? Weil wenn du den Leuten erzählen wolltest, was China für ein Reich war, das war sehr, sehr schwierig viele Jahre lang, auch für Leute, die selber hingefahren sind, weil natürlich, wenn du da aussteigst, China aus dem Flieger, China nie so aussah wie so ein sozialistisches System, wie man das so im Kopf hatte, ja, wie die DDR früher aussah. Und deswegen ist halt Gerhard Schröder aus dem Flieger gestiegen in Pudong. Die Chinesen waren auch sehr clever, ihn für seinen allerersten China-Besuch nach Pudong zu fliegen. Und ist hier umgekippt vor lauter und hat dann in Folge die nächsten Jahre nur noch das Wort Dynamik, Dynamik, Dynamik irgendwie immer wieder gekäut. Und China ist ja nicht, ja, es wird viel, wir werden heute über Digitalisierung, über digitale Überwachung reden. Sehr oft wird das Wort Orwell, da kommt natürlich der orwellsche Überwachungsstaat im Spiel. Und Orwell war sehr, sehr hellsichtig, auch was das China von heute, ja, kann man wirklich, mit Orwell kannst du ganz viel erklären, aber trotzdem höchstens die Hälfte, ja, weil das China von heute eben ja nicht dieser sozialistische Kasernenhofstaat ist, ja, dieses wie die ehemalige Sowjetunion, wo sich Orwell ein Beispiel dran genommen hat, sondern eben dieser wahnsinnige Mix aus Sozialismus und Kapitalismus und die größte Orgie der Konsum, Shopping-Orgien und Konsum ist ja nicht mittlerweile der größte Ort für sowas, ist ja nicht mehr Amerika, sondern ist ja längst China geworden. Und das hier ist der Singles Day, den Alibaba veranstaltet jedes Jahr. Das ist noch ein Foto von 2017, glaube ich. Und da fliegen dann wirklich die Stars ein, ja, auch die amerikanischen Stars. Taylor Swift war da, Scarlett Johansson, Daniel Craig, der James Bond und so. Und Alibaba-Chef Jack Ma hat sich dann mit denen immer auf der Bühne gezeigt. Das ist jetzt vom letzten Jahr. Und da sehen Sie, letztes Jahr haben die einen Umsatz gemacht von 74,1 Milliarden Dollar. Amazon hat an diesen Tagen zwischen Black Friday, der kommt ja jetzt, glaube ich, der Black Friday auch hier, Black Friday bis Cyber Monday 23 Milliarden Dollar gemacht. Ja? Also Alibaba mehr als dreimal so viel. Und in diesem Jahr
Sie wissen wahrscheinlich, dass die Hightech-Konzerne in China alle in großen Problemen sind seit ein paar Monaten und Jahren und dass Jack Ma auch verschwunden war zwischendurch. Und Alibaba hat gesagt, die haben das total low-key gemacht, ja, und haben in einer Pressekonferenz gesagt, wir wollen jetzt sustainable, ja, also nachhaltigen Konsum. Die wollten nicht mehr so protzen jetzt mit dem, weil sie wissen, dass sie auf dem Radar der Kommunistischen Partei sind. Haben aber immer noch 8% plus gemacht. Ja? In diesem Jahr waren sie bei 82 oder 83 Milliarden. Also viel, viel größer als das amerikanische Gegenstück. So, was habe ich erlebt in all diesen Jahren in China? Was ist passiert politisch? Das hier sind die Titelseiten der Renminbi, der Volkszeitung. Und da sehen Sie mit den Parteikongressen, ja, angefangen eben in der Anfangszeit der Reform unter Deng Xiaoping, bis hin zu Xi Jinping. Und Sie sehen auf all diesen Titelseiten das gleiche Bild. Wir haben das Politbüro, immer den ständigen Ausschuss des Politbüros mit 7 Leuten, mit 9 Leuten, dann wieder mit 7 Leuten. Und das hier, das vorletzte Bild, ist die Antrittspartei, der Antrittsparteikongress von Xi Jinping. Und Xi Jinping ist als kleines Bild ein bisschen größer als die anderen 6. Da oben, das war also November 2012. Und dann sehen Sie das nächste Bild, 5 Jahre später, 2017. Zack, plötzlich Xi Jinping ganz allein. Aus dem selben Jahr 2017, diese Seite 1 und 2 der Volkszeitung, auf Seite 1 stehen, glaube ich, 12 Artikel. In allen 12 Artikeln, in allen 12 Überschriften steht Xi Jinping. Xi Jinping macht das, Xi Jinping trifft den, Xi Jinping trifft jeden. Und auf Seite 2 nur lauter Xi Jinping-Fotos. Was ist da passiert in dieser Zeit? Ja? Xi Jinping, das hier übrigens, die lesen nicht die kleine Mao-Bibel, die lesen tatsächlich ein Büchlein mit den Gedanken von Xi Jinping. Ja? Also Xi Jinping hat ganz viele Dinge, die Deng Xiaoping, der Reform von Deng Xiaoping rückgängig gemacht. Ja? Deng Xiaoping hat China damals irgendwie, er hat es geöffnet, er hat die Macht dezentralisiert, er hat Spielraum für Experimente gemacht, er hat die Ideologie in den Besenschrank gesteckt, er hat die Ein-Mann-Diktatur praktisch versucht, unmöglich zu machen durch diese Kollektivherrschaft. Er hat den Personenkult abgeschafft und verdammt eigentlich. Und unter Xi Jinping sehen wir plötzlich ganz vieles von dem mit rückgängig gemacht. Ja? Zentralisierung der Macht, ja? Schluss mit vielen Spielräumen für Experimente. Ideologisierung wieder, die Ideologie wieder raus aus dem Besenland. Und zwar nicht nur Karl Marx. Ja? Ich habe auch mal eine Trier-Geschichte gemacht vor ein paar Jahren, als der, wie hieß der, Wu Weishan, der Bildhauer, der Chinesische hier, der Stadt Trier irgendwie die Marx-Statue schenken durfte. Das war sehr, sehr lustig. Ich habe mir da die Gemeinderatsprotokolle hier durchgelesen vom Stadtrat von Trier, wie die sich gewunden haben, weil sie das Ding eigentlich gar nicht haben wollten. Ja, Karl Marx ist das eine. Karl-Marx-Fakultäten werden wieder vergrößert, eröffnet, neu eröffnet an chinesischen Unis. Aber es werden dazu Fakultäten eröffnet für das Xi Jinping-Denken. Ja. Das Xi Jinping-Denken ging ein in die Verfassung der Volksrepublik, es ging ein in die Verfassung der Kommunistischen Partei Chinas. Und das ist schon bedeutend, weil was heißt das denn? Das heißt, wenn du Xi Jinping, ja, das erste Mal seit Mao Zedong, dass das Denken dieses Mannes zu seinen Lebzeiten noch, ja, also heilig gesprochen wurde praktisch. Ja. Und das bedeutet, wenn du diesen Mann kritisierst, dann stellst du dich automatisch gegen die Partei, dann bist du ein Feind der Partei und ein Feind des Staates, des chinesischen Staates. Ja. Also Xi Jinping hat viele Dinge rückgängig gemacht von den Reformen, die Deng Xiaoping. Die Ikonografie hat sich auch geändert. Ja. Dieser Personenkult kam zurück, plötzlich so Rückgriffe auf maoistische Bilder und so. Ja. Dann der Personenkult ist gewachsen. Die kleine rote Bibel, und jetzt kommen wir so langsam ein bisschen zur Digitalisierung, die kleine rote Bibel ist nicht mehr nur auf Papier gedruckt, sondern das hier ist die Xueqi Tianguo App. Das war diese App, die, glaube ich, rauskam Anfang 2018, glaube ich, im Januar 2018. Die Xi Jinping Propaganda-App, wo du also alle möglichen Propagandasachen, Videos, aber auch Texte und so weiter nachschauen konntest. Und du konntest Quizze machen und so. Und das war die meist heruntergeladene App für mehrere Wochen und Monate in den chinesischen App-Stores. Auch deshalb, weil die Leute sie herunterladen mussten und weil es plötzlich losging mit einem richtigen Fieber durch alle Universitäten, durch verschiedene Behörden und so, wo die Studenten, die Beamten praktisch, die auf den Auftrag
Auftrag hatten, diese Quizze zu machen und bestimmte Punktzahlen abzuliefern. Und dann, wenn du abends zwischen 8 und 10 das Quiz gemacht hast, hast du doppelte Punktzahl gekriegt und so. Also anders als früher, wie wenn du deine Germinal Bau, deine Volkszeitung im Papier, die konntest du auch mit nach Hause nehmen, einfach nur in die Ecke werfen. Wurdest du hier plötzlich, ja, war das alles plötzlich nachprüfbar, was du machst und wie groß dein Einfluss an Propaganda ist, zumal die New York Times auch rausgefunden hat, die haben diese App reverse engineered und haben festgestellt, dass das auch eine Spy-App ist gleichzeitig, wo also Informationen abfließen aus deinem Handy an die Sicherheitsbehörden. Das hier ist ein Bild von meinem Haus. Der Hutung, das Dach meines Hutungs. Diese Kameras tauchten auf exakt 2 Monate nach meinem Einzug. Da ging es ein bisschen los mit Gesichtserkennung. Wir wollen ja heute ein bisschen über künstliche Intelligenz und so weiter reden. Ich habe ja gesagt, dass ich dachte bis Ende 2016, ich schreibe ein Buch über die klassischen Mechanismen der Diktatur. Und sehr, sehr schnell habe ich dann gemerkt, und zwar, wie gesagt, also das war Ende 2016 und es hat keine 2, 3 Monate gedauert. Da wurde mein Plan eigentlich völlig gekippt, weil da erstaunliche Dinge passiert sind. Weil nämlich plötzlich im Frühjahr 2017, also wie so eine Supernova, wie so eine Explosion an Aktivitäten, vor allem ausgelöst durch ein Papier des Staatsrats, der Regierung, der chinesischen Regierung, der Plan für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in China. Ja? Und das kam so ein bisschen, natürlich, es gab immer so ein bisschen hier künstliche Intelligenz, da künstliche Intelligenz, wie in anderen Ländern auch, aber was da dann passierte mit einer Macht, ja, und was da angeschoben wurde mit einer Leidenschaft und mit Ressourcen, das war wirklich erstaunlich. Das war wirklich, plötzlich regnete es Geld, plötzlich schossen diese Startups, diese KI-Startups wirklich aus dem Boden wie so Pilze im Herbstregen. Und sehr, sehr schnell merkte man, dass hier was passiert, was auch tatsächlich das System, was das Potenzial hat, das System und das Land grundlegend zu verändern. Und wenn man über künstliche Intelligenz geredet, und am Ende hat das dazu geführt, dass ich meine letzten zwei Jahre in China eigentlich nur mehr damit verbracht habe, diesem Thema nachzurecherchieren. Also ich habe 2 Jahre lang wirklich nur dann Startups und besucht und auch das Social Credit System, also dieses System für soziale Bonität. Gibt es da eigentlich heute jetzt, hat man sich da geeinigt im Deutschen auf einen Begriff? Ja, also Sozialkreditsystem ist halt ein Anglizismus ein bisschen, ja. Aber also das System für soziale Bonität, da bin ich in Pilotprojekte gefahren und habe diese Dinge gemacht, weil ich plötzlich merkte, hier passiert wirklich was Erstaunliches, ja. Die Chinesen, die hatten auch so einen Sputnik-Moment irgendwie. Dieser Sputnik-Moment, das war ein Jahr vorher passiert. Wenn Sie sich erinnern, ich glaube Mai 2016 war das. Das war auch ein Moment, der bei uns in den Feuilletons sehr, sehr viel diskutiert wurde. Das war dieser Moment, als in einem Ballsaal in Seoul, im Hilton Hotel von Seoul, eine Maschine des Google-Konzerns, AlphaGo heißt, glaube ich, die Firma, eine Londoner Firma, die Google aufgekauft hatte, zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit im Spiel Go den besten Go-Spieler der Welt, einen Südkoreaner, besiegte. Und das war ein Schock für viele. Es war ein Schock für viele Experten. Also wir hatten ja dasselbe 10 Jahre davor schon mit Schach gehabt, ja, als IBM diese IBM Deep Blue-Maschine gegen Garry Kasparov gewonnen hatte. Aber bei Go war der Schock viel, viel größer, weil Go ein viel, viel komplexeres und komplizierteres Spiel ist. Und die meisten Experten hatten schon erwartet, dass das irgendwann passiert, aber sie dachten, es dauert noch ein paar Jahre. Ja, manche dachten noch ein Jahrzehnt. Und plötzlich im Frühjahr 2016 war es soweit. Und nirgendwo war die Erschütterung größer als in Peking. Und nirgendwo waren aber auch die Reaktionen schneller und bestimmter, sodass wirklich von der Spitze der Partei und des Staates sofort eine Reaktion erfolgte und was dazu führte, dass dieser Plan rauskam und dass in den Jahren danach tatsächlich, ich würde sagen, keine zweite Regierung dieses Planeten sich mit einer Leidenschaft und mit einem Eifer in dieses Thema künstliche Intelligenz und Big Data reingeworfen hat, wie die chinesische. Was wir hier sehen, ist was Sie vielleicht auch in der Zeitung mal gesehen haben damals, das ist, glaube ich, ein Bild von 2016, 2017, Entschuldigung,
Das ist die öffentliche Toilette des Himmelstempelsparks. Das war eine der ersten öffentlichen Anwendungen von Face Recognition, von Gesichtserkennung. Da durfte man, da haben sie diese Maschine aufgebaut, weil Reporter der Pekinger Abendzeitung hatten sich auf die Lauer gelegt und hatten über Wochen hinweg so die Rentner, die da im Umfeld gewohnt haben, heimlich fotografiert, wie die mit Taschen allen Anker mit leeren Plastiktüten so und sich die ganzen Klopapierrollen abgerollt haben und alles in ihre Taschen gesteckt haben und das Klopapier gratis mit nach Hause genommen haben. Daraufhin haben sie diese Maschine installiert. Du kriegst im Himmelstempelpark in der öffentlichen Toilette nur noch Klopapier, wenn du dein Gesicht scannst, und du kriegst genau 90 Zentimeter. Und wenn du mehr brauchst, musst du, glaube ich, 7 Minuten warten. Dann darfst du nochmal. Das ist ein Bild, das ich selber sogar gemacht habe. Ich habe dann eben angefangen, irgendwie diese verschiedenen Startups zu besuchen. Das ist ein Bild von SenseTime. Das ist eine dieser chinesischen Startups, die sehr schnell auch zu Unicorns wurden. Ja? Also SenseTime war im Jahr 2018 irgendwann das wertvollste künstliche Intelligenz-Startup der Welt. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch sind. Es gab ja in der Zwischenzeit die ganzen Sanktionen der amerikanischen Regierung. Also viele ihrer Auslandsgeschäfte, weil die alle auch in Xinjiang verwickelt sind und so. Viele ihrer Auslandsgeschäfte dürfen die nicht mehr machen. Das ist auch ein Bild, das Sie vielleicht kennen. Das war auch eine der frühen Anwendungen in Shenzhen und in Shenyang. Das Bild ist aus Shenyang, glaube ich. Eine Stadt im Nordosten, wo also die Gesichtserkennung eingesetzt wurde für Leute, die einfach bei Rot über die Ampel gingen. Und noch während du auf dem Zebrastreifen warst, tauchte auf dieser Videoleinwand dein Gesicht, dein Name und deine ID-Nummer, die Nummer deines Ausweises, teilweise geschwärzt, auf. Einfach nur, um dir zu zeigen, wir wissen, wer du bist. Ja? Unsere Kameras haben dich sofort erkannt. Und Public Shaming ist ein zentrales Teil dieses Konzepts. Das sind Polizisten in Hörnern gewesen, die haben so Gesichtserkennungsbrillen ausprobiert, die angeblich das Gegenüber dann direkt erkennen. Das ist eine Schule in Hangzhou gewesen, über die ich ganz am Schluss meiner Zeit noch geschrieben habe. Da fingen dann die Kamerahersteller schon an, wir können nicht nur Gesichtserkennung machen, sondern wir können auch Gefühlserkennung machen. Und bei dieser Schule, da wurde das ging dann Propagandastücke durch die ganze chinesische Presse, dass angeblich diese Kameras eben so genau erkennen können, bei jedem einzelnen Schüler, wann er aufmerksam ist, wie lange er aufmerksam ist, wie viele Minuten er zuhört, wie viele Minuten er aus dem Fenster schaut, wann er traurig ist, wann er gelangweilt ist und so weiter. Und man sieht hier sogar, also zum Beispiel, da steht auf Chinesisch ganz oben, Zhuanzhu, also aufmerksam und konzentriert, 70,8%. Hui da, antworten tut gerade einer. Shui jiao, schlafen tut keiner, null. Und unaufmerksam sind 5 Leute, 20,8%. Das ist etwas, was übrigens live gestreamt wurde, auch auf die Computer der Eltern. Das war ein Service der Schule. Die haben das also offensiv vermarktet. Also unsere Schule ist so super. Wir lassen dich sogar bei deinem Schüler zuschauen und wir machen eine Statistik nach jeder Stunde und nach jedem Tag. Wie viel Prozent des Tages war er aufmerksam und wie viel nicht. Soziales Bonitätssystem, haben wir schon drüber geredet. Das mache ich jetzt vielleicht mal kurz. Wenn Sie mehr wissen wollen, machen wir das bei den Fragen vielleicht noch. Das sind alles Propagandakarikaturen. Das sind Karikaturen von den offiziellen Seiten des chinesischen Staates. Das ist also dieses System, das irgendwie versuchen soll, all deine finanziellen Aktivitäten, sozialen Aktivitäten, aber auch dein moralisches Verhalten möglichst in Echtzeit und in Echtzeit zu erfassen, in Echtzeit zu beurteilen und in Echtzeit auch zu sanktionieren, also entweder zu belohnen oder zu bestrafen. Und eines der zentralen Sprüche, Slogans dieses Systems ist: Wir wollen ehrliche Leute schaffen. Ja. Wir wollen vertrauenswürdige Leute schaffen. Auf Chinesisch heißt es Shihui Xin Yong Tixi, also System der sozialen Vertrauenswürdigkeit. Ja. Wir wollen, dass die Leute einander wieder vertrauen. Und der Slogan war, Vertrauenswürdige sollen frei unter dem Himmel umherschweifen können, aber den Vertrauensbrechern soll kein Schritt mehr möglich sein. Ja. Und dieses System ist so ein bisschen, also
Wir haben ja auch solche Systeme ein bisschen. Wir haben ja auch Credit Rating Systeme wie die Schufa und so, die unsere Finanzhistorie anschauen. Und die Chinesen haben das eben genommen. Also der Berater, den ich da als allererstes interviewt habe, der Dekan der ökonomischen Fakultät der Beida in Peking, der hat mir gesagt, genau, Schufa und sowas, das haben wir uns angeguckt, das finden wir super. Und da sieht man schon, ob jemand vertrauenswürdig ist, wenn er seine Schulden bezahlt oder nicht. Aber sagen Sie doch selbst, Herr Strittmatter, wie Sie Ihre Großmutter behandeln oder Ihre Eltern und ob Sie bei Rot über die Straße gehen oder ob Sie nachts heimlich am Computer sitzen und illegale Raubkopien downloaden, das sagt mir doch viel mehr darüber aus, wie vertrauenswürdig Sie sind. Und wir wollen das alles erfassen. Ja? Und dieses System sollte theoretisch bis letztes Jahr landesweit online gehen. Das ist aber so ein Work in Progress. Man weiß bis heute nicht, ob am Ende dieses System so ein landesweit einheitliches System mal stehen soll oder ob aber wirklich jede Provinz, jede Region ihr eigenes System hat. Auf jeden Fall ist das Public Shaming wieder, der öffentliche Pranger, ein zentraler Teil des Ganzen. Das fand ich irgendwie am allerbesten. Das war so eine Cartoon-Serie von dieser Webseite, wo ein Typ, da steht hier oben drüber, ist einer, also ein Schamloser, einer, der sich schämen soll, ein Vertrauensbrecher, der hat nämlich seine Schulden nicht zurückbezahlt und der will jetzt ein Date, ja, der spricht dieses Fräulein an und will sich mit ihr verabreden, ja, und dann sagt sie hier auf diesem Bild, sagt sie, ich weiß genau, dass du einer dieser, ja, Laulei, einer dieser Schuldner bist, der seine Schulden nicht zurückbezahlt. Auf dem großen Bildschirm des Straßenkomitees wurde ganz groß dein Bild gezeigt. Ja? Mit dir wird sich nie mehr irgendjemand verabreden. Ja, also das ist das Social Credit System. Was ich meine, es gibt unheimlich viele Details zu erzählen zu dem Ganzen, aber ich will nicht zu viel Zeit jetzt ich will mehr auch auf Ihre Fragen abwarten. Vielleicht zwei Dinge, die ich so als zentrale Linien dieses Ganzen während meiner Recherchen ausgemacht haben. Das eine ist, ja, zum Beispiel hat im Jahr 2018 die Volkszeitung, also die Kameras sind so ein Hauptbeispiel dieses Ganzen, künstliche Intelligenz, diese Gesichtserkennungskameras. Als ich anfing, das Buch zu schreiben, hatte China 160 Millionen Überwachungskameras und die meisten davon waren noch nicht mit künstlicher Intelligenz. Und das hört sich viel an, das ist aber nicht viel. Die Amerikaner hatten pro Kopf viel mehr. Und die meist überwachte Stadt des Planeten damals war, glaube ich, London. Und London ist übrigens heute immer noch in den Top 10, zusammen mit Atlanta in Amerika. Die anderen 8 Städte sind mittlerweile alle chinesischen. Und der Plan war schon damals, und er wurde wahrscheinlich auch erfüllt, denke ich mal, dass man bis zum Jahr 2020, also letztes Jahr, das vervierfacht. Also mehr als 600 Millionen Überwachungskameras. Und in dem Fall wirklich alle künstliche Intelligenz gepowert. Ja? Also da muss kein Polizist mehr dahinter sitzen, sondern da ist ein Algorithmus, der wirklich erkennt, wer was macht, der auch erkennt, wie ich mir dann sagen habe lassen in meinen Vorführungen bei SenseTime und bei MacVie, haben sie mir erzählt, ja, und wir erkennen genau zum Beispiel, ein Strom von Leuten geht in diese Richtung, ein Mensch aber geht gegen den Strom. Dann schlägt die Kamera Alarm, weil der Mensch ist nicht normal. Hat er mir wirklich wortwörtlich gesagt. Also hört sich jetzt an wie so eine blöde, erfundene Metapher von einem westlichen Journalisten. Hat der Mann mir wortwörtlich so gesagt. Ja. Ja, und dann hatten wir 2018 schon die Volkszeitung, die tweetet, also die benutzen ja, obwohl Twitter verboten ist seit 2008 in China, benutzen sie das als Propaganda-Instrument natürlich für das englischsprachige Publikum weltweit. Diesen Tweet können Sie nachgucken. Ganz stolz schreiben Sie da, Our Skynet, unser Himmelsnetz, also das ist der Name für dieses landesweite Netzwerk von Überwachungskameras, ist jetzt schon in der Lage, jeden einzelnen unserer 1,4 Milliarden Bürger innerhalb von einer Sekunde zu erkennen. Ja? Und es hört sich natürlich erstmal schockierend an, so ein bisschen und gruselig und aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwie kommt man vielleicht sehr schnell auch, also zumindest wenn man ein bisschen China gekannt hat und kennt, irgendwie denkt man sich, ja, stimmt das überhaupt? Ja, irgendwie. Und ich damals zumindest kam zu dem Schluss, dachte, nee, das stimmt noch gar nicht. Ja. Also da ist noch zu viel, obwohl es schon unglaubliche, also die hatten schon unglaubliche Beispiele, wie erfolgreich sie waren. Sie hatten einmal bei einem Konzert eines chinesischen Popstars in einem Stadion von 60.000 Menschen. Unter diesen 60.000 Menschen hatten sie einen gesuchten Kriminellen mit diesen Überwachungskameras rausgesucht und solche Dinge. Also die konnten schon viel. Trotzdem dachte ich, nee, also diese Behauptung scheint mir noch ein bisschen übertrieben, weil zu viel stimmt immer. Es gehen immer noch Dinge schief. Es gibt diese Dateninseln, die nicht zusammenarbeiten und die Technologie hält nicht immer das, was sie verspricht.
Auch die chinesischen Kamerahersteller lügen natürlich oft wie gedruckt, was die Potenz ihrer Technologie angeht. Aber dann, auch wenn sie sagen, ja, vielleicht stimmt es ja gar nicht, kommen sie, wenn sie noch ein bisschen weiter nachdenken, dann kommen sie wiederum sehr schnell zu einem ganz anderen Schluss. Und das ist der viel wichtigere Schluss, nämlich es ist völlig wurscht, ob das stimmt oder nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt bei dem Ganzen ist, ob sie glauben, dass es stimmt. Ja. In dem Moment, wo sie glauben, dass es stimmt, hat der Überwacher gewonnen. Ja. Dieses allwissende, allsehende, allmächtige Auge, das sich jederzeit irgendwie ja, bestrafen könnte, wenn es wollte und vielleicht in seiner Gnade dann nur darauf verzichtet, es nicht zu tun. Ich meine, das ist ja ein Prinzip, das wir auch aus organisierten Religionen natürlich kennen. Ja? Und das ist auch das Prinzip des Panoptikons. Ja? Also so hat es ein englischer Aufklärer hat das erfunden. Das ist das Prinzip dieser Überwachung, dass du eben tatsächlich das Gefühl hast, ohne du siehst den Überwacher nicht, aber du weißt oder du ahnst, er könnte in jeder Sekunde, könnte er zu dir herschauen und dich machen. Und was macht es mit dir? Das bedeutet, und das ist das Ziel bei ganz vielen dieser digitalen Überwachungsmaßnahmen, ist, die Kontrolle soll internalisiert werden. Ja? Also du sollst selber dein eigener Zensor werden. Wenn du dein eigener Polizist bist, ja, dann braucht es den Polizisten an der Straßenecke gar nicht mehr. Wenn du dein eigener Gefängniswärter wirst, dann braucht es den anderen Gefängniswärter gar nicht mehr. Das ist das eine, interne Kontrolle, ja, internalisierte Kontrolle. Und das ist auch etwas, wo dieses Sozialkreditsystem, dieses soziale Bonitätssystem mitspielt. Ja. Also sehr oft wurde das ist ja nur ein Puzzleteil, ja. Und auch die Frage ist auch, wie weit die Digitalisierung bei diesem sozialen Bonitätssystem überhaupt schon tatsächlich die Maschine ist und wie viel da noch handgemacht ist. Aber also im Ideal soll das irgendwann auch mal alles von Algorithmen erledigt werden. Aber auch da, das ist nur ein Puzzleteil des Systems, aber funktioniert nach demselben. Ja, du sollst selber in vorauseilendem Gehorsam zu einem braven Bürger werden, zu einem ökonomisch effektiven, politisch gehorsamen und sozial harmonisierenden Bürger. Das ist letztlich das Ziel. Und du sollst das selber werden, ja, am besten. Und einer der eindrücklichsten Momente, die ich da hatte bei meiner Recherche zu diesem sozialen Bonitätssystem, war in Shanghai, als ich mit der Dame sprach, die das da verwaltete, dass sie am Ende unserer 2 Stunden, nachdem wir halt all die kritischen Fragen, die so ein westlicher Journalist dann abfragt, am Ende meinte sie, ja, Herr Strittmann, ja, und hier Punkte da und Punkte nein und Bestrafung hier und Bestrafung nein. Am Ende geht es um was ganz anderes. Treten Sie mal einen Schritt zurück. Ja? Überlegen Sie mal, wenn Sie in 20 Jahren wiederkommen, Herr Strittmann, in 20 oder 30 Jahren, Sie kommen wieder her. Und dann, wenn dann kein Mensch mehr über dieses System redet überhaupt, weil keiner unserer Bürger sich überhaupt noch vorstellen kann, das Vertrauen eines anderen zu brechen. Weil keiner überhaupt mehr auf den Gedanken kommt, etwas Schlimmes zu tun. Ja, in dem Moment ist unsere Arbeit getan. Das wollen wir erreichen. Ja? Also das ist ein zentrales Prinzip. Das ist das eine, diese Internalisierung der Kontrolle. Das andere, ganz, ganz wichtig, Predictive Policing. Ja, das ist auch etwas, was mir erst später so im Laufe meines Schreibens irgendwie so war. Vorausschauende Polizeiarbeit. Also das, was Steven Spielberg in seinem Film Minority Report, ich glaube im Jahr 2003 oder so, als Science Fiction gemacht hat. Ja, dass du eben vorher schon weißt, wer zum Verbrecher wird. Ja. Predictive Policing ist nichts, was unsere Polizeibehörden nicht auch ausprobieren würden. Ja? Das BKA macht das, in Amerika, das FBI hat Projekte dazu laufen. Aber wie es halt so ist, in einer Demokratie mit Gewaltenteilung, in Amerika vor allem, gab es öfters schon Anhörungen im Kongress, in Landesparlamenten in Kalifornien, wo dann diese Behörden auch Rede und Antwort stellen mussten. Und da kam bislang raus, so richtig gut funktioniert das noch nicht. Ja? Fehlerquote unheimlich hoch, vor allem gerade immer, was Minorities angeht auch, ja? Was Minderheiten angeht. Übrigens auch zur Gesichtserkennung. Ich habe vorher gesagt, wir haben Emotionserkennung, behaupten die Kamerahersteller. Ein anderes Feature, was sie anbieten innerhalb Chinas, ist auch Racial Profiling, ja? Schon vor 2 Jahren haben die Kamerahersteller und mittlerweile durch die Bank fast alle innerhalb Chinas gesagt, wir können Uiguren identifizieren. Ja? Unsere Kameras schlagen Alarm, wenn bei dir in der Nachbarschaft in Wenzhou, in Hangzhou, in
Shanghai. Ein Kamerahersteller hat es tatsächlich, wenn mal 20 Uiguren an einem Abend gleichzeitig auftauchen, dann wird die lokale Polizeistation benachrichtigt. Ja. Aber ich war gerade bei was ganz anderem. Was wollte ich dir gerade sagen? Ah, Predictive Policing, genau. Also vorausschauende Polizeiarbeit. Ja. China macht also auch im Prinzip Dinge, die wir hier auch versuchen, aber wie immer im Falle von China ist mit einem viel größeren Enthusiasmus, mit einem viel größeren Leidenschaft und ohne Chuzpe und ohne ja, mit viel Chuzpe und ohne jede Skrupel und Beschränkungen. Ja. 2017 hat der Vizeminister für Technologie und Wissenschaft einen Satz gesagt, der sich wirklich so eingebrannt hat. Mir Li Meng heißt der Mann. Der hat damals gesagt, irgendwie künstliche Intelligenz und Big Data sind deswegen so geil, weil, also ich paraphrasiere hier, sind deswegen so toll, weil sie uns heute schon helfen zu wissen, wer morgen ein Terrorist sein wird. Ja? Der Satz ist ja irre. Klammer auf, ohne dass der Betreffende selber es schon weiß, im Zweifelsfall. Ja? Klammer zu. Also die Klammer ist von mir. Und ich fand den Satz damals schon irre irgendwie, aber das ist natürlich das Prinzip von Predictive Policing. Nur, also er benutzte das Wort Terrorist und dieser Satz damals hing so ein bisschen in der Luft als vage Prophezeiung, Drohung, was auch immer, als was auch immer man es empfinden mochte. Und erst ein, zwei Jahre später wurde uns klar, dass das mit Sicherheit kein Zufall war, warum dieser Mann diesen Satz 2017 gesagt hat. 2017 war das Jahr, in dem China, die chinesischen Sicherheitsbehörden, begonnen haben mit dem großen Ausbau des Lagersystems in Xinjiang. Ja? Und Xinjiang ist heute nicht nur der größte Lagerstaat der Welt, ja? Also mehr als 1 Million Uiguren sind wahrscheinlich über die Zeit in diesen Lagern verschwunden, wobei sie im Moment, glaube ich, wieder gerade zurückgebaut werden. Mittlerweile werden diese Umerziehungslager oft zum Teil, manche von denen sind in Arbeitslager umgebaut werden, andere werden geschlossen und viele dieser Uiguren, die in den Lagern waren, wurden auch in andere Landesteile zum Arbeiten verschickt, sozusagen. Trotzdem würde ich sagen, immer noch größtes Lagersystem der Welt, aber es ist nicht nur das, es ist gleichzeitig auch das Hightech-Labor von China. Ja? All diese Firmen, die ich besucht habe, auch all die Firmen, mit denen wir im Westen auch zu tun haben, Huawei, wer auch immer, ja, Hikvision, so und so, die haben alle ihre Filialen in Urumqi. Die wurden alle von der Regierung mehr oder weniger dahin befohlen, wahrscheinlich auch. Und es gibt auch Zeitungsberichte, wunderbare Zeitungsberichte über Huawei zum Beispiel, wie sie sich also patriotisch der Polizei arbeiten, wie sie mit der Polizei zusammenarbeiten, zum Wohle der Nation, um die Terroristen da zu fangen. Und in Xinjiang, in diesen Lagern, diese Leute, diese 1 Million, die da in diese Lager gegangen sind, das ist nichts anderes als diese Predictive Policing, das ist das Resultat dieser Predictive Policing-Techniken. Kein einziger dieser Leute hat einen Richter gesehen, hat ein Gericht gesehen, hat einen Anwalt gesehen. Ja? Alle diese Leute wurden ins Lager gesteckt, weil die Summe der Informationen, die man gesammelt hat über sie, am Ende von diesem System ja, dann als Resultat ausgespuckt haben, potenzieller Terrorist. Ja? 1 Million von 11 Millionen, ja, jeder Zehnte. Und in Xinjiang sieht man schon die ersten Dinge, ja. Also es ist sowieso natürlich vom Überwachungsniveau her der am meisten überwachte Teil des chinesischen Reiches. Und das gilt auch für die Hightech-Sachen. Also sie haben auch auf den Straßen in Urumqi und Karachi alle paar hundert Meter diese Schleusen, durch die sie müssen, auf den Straßen, wie am Flughafen. Und da wird auch ihr Handy wird untersucht. Und es wird geguckt, ob sie auf dem Handy die App haben, Jingwang, sauberes Netz. Diese App, die direkt ist auch eine Spyware, die direkt an die Sicherheitsbehörden weitermeldet, was für Videos, was für Dokumente sie runterladen, ob sie mit dem Ausland, ob sie WhatsApp zum Beispiel auf ihrem Handy haben, ob sie mit dem Ausland kommunizieren und so weiter. All diese Dinge. Sie können in China, wenn Sie zur Tankstelle, wenn Sie ein Auto haben, in manchen Landesteilen sowieso, kriegen Sie das nur mit staatlich eingebauten GPS, sodass sie ständig verfolgt werden können. Wenn sie an die Tankstelle fahren, dürfen sie nur tanken, sie kriegen nur Benzin, wenn die Tankstelle sie vorher per Gesichtserkennung als unbedenklichen Menschen identifiziert hat. Dann all die Informationen, die gesammelt werden über ihre religiösen Neigungen, wie oft gehen sie in die Moschee, nennen sie ihre Kinder
zufällig Fatima oder Mohammed, ja, was ganz normal ist für Muslime, auch für ja, säkular eingestellte Muslime. Aber all das wird gesammelt zusammen. Und wenn Sie sich erinnern, es gab ja ein Leak vor, wann war das, 3, 4 Jahren, die China Cables, wo unsere Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, auch mit dabei beteiligt war, wo zum allerersten Mal regierungsinterne Dokumente rauskamen, also von chinesischen Regierungsstellen, wo ein bisschen die Organisation dieser Lager und auch die Verschickung der Leute nachvollzogen werden konnte. Eine Plattform, mit der die in Xinjiang arbeiten, die heißt IJOP, also Integrated Joint Operation Platform, integrierte Plattform für gemeinsame Operationen oder so. Das ist so eine Big Data Anwendung. Also die hat Human Rights Watch hat das öffentlich gemacht. Da gibt es einen langen Bericht darüber. Das ist so eine Big Data Anwendung, wo all das einfließt. Ja? Und das sind zum Teil Sachen, die mit Überwachungskameras gesammelt werden. Das sind Sachen, die von ihren Handys gesammelt werden. Das sind aber auch Sachen, die in Xinjiang händisch gesammelt wurden von diesen mehr als 100.000 Kadern, die auf die Dörfer geschickt wurden, um mit diesen Leuten zu wohnen. Das wird dann alles zusammen eingespeist in diese Datenbank. Und das Spannende bei diesen China Cables und auch bei Nachfolgepapieren, die rauskamen, es gab ein Papier, das nannte sich dann Karakax-Dokumente oder so, da stand auch drin, welche Vergehen in Anführungszeichen dazu führten, dass sie in diesen Datenbanken dann als verdächtig identifiziert wurden. Und das waren jetzt nicht nur die Dinge, wo wir denken, ja, offensichtlich, also langer Bart, Kopftuch und so weiter, betet oft, sondern es waren tatsächlich wortwörtlich, stehen da so Dinge drin wie, geht nicht gerne, benutzt nicht gerne die Vordertür seines Hauses, sondern geht immer zur Hintertür raus, redet nicht gerne mit seinem Nachbarn. Ja. Wegen solchen Dingen wird man da geflaggt, ja. Und am Ende entscheidet dann diese Datenbank, ob man, es gibt dann verschiedene Abstufungen, ja, dürfen Sie einen bestimmten Umkreis um Ihr Haus rum nicht mehr verlassen, dürfen Sie bestimmte öffentliche Plätze nicht mehr besuchen und so weiter, oder kommen Sie ins Lager. Ja. Also Xinjiang ist das extreme Beispiel einer wirklich fast digitalen Kulturrevolution, so ein bisschen. Und ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das, was in Xinjiang passiert, auch wirklich da bleibt, sondern ich glaube, dass vieles von dem überschwappen wird in den Rest von China. Es wird, also von diesen Techniken, die da ausprobiert werden, es wird vieles auch exportiert werden. Diese Industriezone in Urumqi, wo die alle sind, die hat ausdrücklich auch den Zweck Export. Export vor allem in die Belt and Road Staaten, also in die zentralasiatischen, also all diese Hightech-Konzerne, die da in Urumqi sind, die sollen diese Technologien auch exportieren. Und ja, das als Beispiel dazu. Ich könnte noch ganz lange weiterreden. Ich glaube, ich mache einfach mal einen Schnitt hier, weil ich Ihnen die Möglichkeit geben will, auch Fragen zu stellen.